Willkommen, Prem. Hallo. Ich möchte heute 5 Fragen stellen. Es bekommt jeder von den teilnehmenden Lehrern beim Satsang-Festival in Wien die gleichen Fragen. Und die erste Frage ist, wer bist du? Eigentlich gibt es keine Worte für diese Frage. Ich kann es vielleicht beschreiben mit so einer in sich immer stillen, absoluten, zeitlosen Offenheit, mit so einem stillen, ruhigen, in sich fließenden, wunderbar freien, glücklichen Dasein. Einfach natürliches Sein. Kein Ding, kein Etwas. Absolut. Und was ist für dich Erwachen? Erwachen ist für mich dieser Moment, wo dieses eindeutig und klar gesehen wird. Es fühlt sich an wie so ein Reinfallen in dieses und ein Sehen dessen. Wow, das hat ja mit mir zu tun. Das bin ja ich. Und gibt es dann einen Unterschied zur Erleuchtung? Erleuchtung oder Befreiung oder was auch immer dann da für ein Wort benutzt wird, ist für mich damit einfach zu sein, und zwar jeden Moment, sich diesem Sein, diesem, was ich bin, einfach hinzugeben, sich darauf ganz einzulassen, in jedem Moment, sich nichts und von niemandem und von gar nichts stören zu lassen, sondern einfach da zu sein und darin das Leben, die Lebendigkeit, die Stille, das So-Sein einfach genießen. Wir sind's. Einfach das Sein und das Sehen, das kommt da zusammen. Wir sind dieses Sehen. Und kann man was dafür tun? An sich gibt es da nichts zu tun. Es ist ein Geschehen, das von allein passiert. Alles passiert von allein. Und dennoch finde ich es so wertvoll, auch zu sehen, dass es absolut darum geht, da was dafür zu tun. Das Beste, was es gibt, was man dafür tun kann, ist, sich einen Gegenüber zu suchen, der einem dieses Herz, diese Liebe, dieses Sein, das man ist, spiegelt. Klar, direkt, ohne Zwischenraum. Ohne Abstand. Und dann ist es ein Segen, wenn dieses Vertrauen einfach in dich übergeht. Und das willst du tun, sich dem hinzugeben, in jedem Moment. Und was kommt danach? Nach dem Erwachen? Es gibt da kein Danach, es gibt kein Davor, es gibt nur das, was ich gerade schon gesagt habe, sich diesem Moment einfach hinzugeben. Absolut. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Es ist aber kein Danach, sondern es ist ein momentanes Geschehen, das stattfindet. Da gibt es kein Danach. Und es ist ein Willkommenheißen dessen, was stattfindet. Ein absolutes Willkommenheißen und die Freude, dieses wirklich zu sein, eine Freude, dieses zu sehen, eine Einladung, dass das Leben in mir stattfindet und nicht wissen, was geschieht und dann trotzdem sich dran absolut ergötzen an diesem lebendigen Sein.
Vielen Dank. Dankeschön.